So, hallo Leute, da ist wieder der Georg vom Kanal Georg geht raus, dem Kanal für Selbstversorgung und mehr im Mostviertel. Wir haben heute ein ziemlich dichtes Programm. Wie gestern angekündigt, werden wir heute Sauerteig ansetzen. Wir werden zwei Oxymel werden wir sogar machen. Und wir werden einen Apfelessig ansetzen. Eventuell, wenn ich von den Birnen genug Abfälle zusammenkriege, dann machen wir einen Birnenessig auch. So. Das Erste, was wir machen müssen, weil wir da ja Gläser brauchen, ist die Gläser zu desinfizieren, zu sterilisieren. Das mache ich nicht im Wasser, das mache ich im Backrohr. Und das heizt jetzt gerade vor und in der Zwischenzeit zeige ich euch den Ansatz für den Sauerteig. So, da Sauerteig ansetzen ist jetzt überhaupt keine Tragik. Wir brauchen zwei Zutaten. Wir brauchen Wasser und wir brauchen Roggenmehl. Schon das Giro ist ein bisschen ungewöhnlich. Ich brauche für mein Brot, ich backe für zwei Familien, brauche ich ein bisschen mehr. Ich will ungefähr 80 Decker Sauerteig, eher mehr haben. Ja? Ich führe den über insgesamt 4 Tage. Ja, los geht's. 200 Gramm Wasser. Geht nicht so genau. Also, wenn es 202 sind, wird jetzt nicht die Polizei kommen. 200 Gramm Roggenmehl. Potzen wir ein bisschen um, genau, wie es halt ist. Gut, sieht man das eh? Da muss ich her. Und den Sauerteig tue ich jetzt einfach mit einer Gabel glatt drin. Das Trockner hat auch gerade gepiepst, das heißt, ich kann dann gleich die Gläser reinstellen. Die kommen bei 110 Grad, kommen die für ca. 10 Minuten ins Backrohr und dann war es das schon. So, gut. Sauerteig, erster Tag, glatt ist er. Runterputzen, so gut geht. Schön warm ist er auch. Immer warmes Wasser verwenden. Allerdings nicht heiß, also maximal 40 Grad wäre super, weil ab 46 Grad wird er ja schon inaktiv. Ja, und das wollen wir von Anfang an gleich einmal ausschließen. Gut, dann ist nur mehr Deckel drauf und einen warmen Platz in der Küche suchen. Den wärmsten, den ihr habt. Der Sauerteig hätte gerne 30 bis 35 Grad. Das hat jetzt selten wer in der Küche. Darum kommt der genauso wie die Keimlinge in die Nähe der Heizung. So, das war's schon wieder. So, die Gläser waren jetzt 15 Minuten im Backrohr bei 110 Grad. Die kommen jetzt raus. Bitte aufpassen, dass euch nicht verbrennt. Die müssen nur abkühlen und dann geht's weiter. Gell? So, Leute. Wie ihr seht, ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar fangen wir an mit dem Apfeloxymel. Das brauche ich am dringendsten fürs Brotbacken. Weil ich tue ins Brot, also das normale Rezept, das ich verwende und dann abwandle, tue ich sowohl einen Apfelessig als auch einen Honig rein. Der Apfelessig macht das Roggenmehl bekömmlicher. Und der Honig, Zucker unterstützt die Gärung. Ja, gut. Außerdem das schmeckt einfach gut, wenn man so hinten noch eine ganz leichte Süße im Brot hat. Abgesehen davon gehört Essig und oder Honig sowieso fast überall rein, weil beide gesund sind, antioxidativ,
antibakteriell, entzündungshemmend. Also beim Honig, da kann man ja Salat schon gemacht worden, kann man Bücher schreiben. So, gehen wir es an. Eigentlich brauche ich da gar nicht viel wegen. Na, fand jetzt mein Rockzahnspinner an. Gut. Die Äpfel verwende ich in dem Fall mit der Schale. Ich habe nur überprüft auf Schadstellen. Ups, da haben wir, ja, so haben wir es überprüft. Das muss noch weg. Ja. Ich tue es dann nur mehr um eins kleiner schneiden. Das können wir noch geschwind machen. In das Glas wird circa einige ein halbes Kilo Äpfel. Das reicht auch bei weitem. Das steht ja dann mehrere Wochen und muss nur jeden Tag einmal durchgeschüttelt werden. Das wird ja dicht verschlossen. Bitte gerade bei den Ochsenmehle oder auch sagen wir so, Sauerhonig, vielleicht ist der Begriff geläufiger, unbedingt darauf achten, dass die Gläser wirklich, wirklich sauber sind, steril sind, so weit es halt geht. Am besten frisch aus dem Geschirrspüler mit dem heißesten Programm, dann nochmal ins Backrohr, auf über 100 Grad aufheizen und dann auskühlen lassen und weiterarbeiten. So, jetzt kommen nochmal die Äpfel rein. So ein Zufall, ein halbes Kilo. Gut, jetzt kommt. Ich mache das Oxymel fürs Brot im Verhältnis 2 zu 1. Immer, wenn ich sowas mache, immer Gewichtsteile, nicht Volumenteile, weil der Honig viel, viel schwerer ist wie der Essig. Das heißt, da kommt jetzt rein 200, schauen wir mal, wie voll was wir werden. 250 Gramm Essig, den Essig zuerst. So, wie weit sind wir? Ne, werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu tun müssen, aber da machen wir mal 500 Gramm Honig dazu. So. Schon kommen. Bisschen noch. Das heißt, wir geben noch 100 Gramm Essig. Ja, 50, sonst wird es zu viel. Und 100 Gramm Honig. Ah. Das ist gerade bedeckt sein. Habe jetzt die Wogner da gedruckt? Das hat er auch geschissen gegeben. Zur Vorsicht halt. Das macht es gar nicht fett. Gut. Ein bisschen ungenau im Mischungsverhältnis, aber bringt uns jetzt nicht um.
Essen in Deckel, jawohl. Ja, Sinn zum Abtrocknen, der ist ganz frisch aus dem Geschirrspüler, nochmal durchgewaschen. So. Gut, das war's schon, das ist das Erste. Na genau, der EFK-Schriftzug gleich ganz oben auf. Wo sind wir heute im Tag? 26, 27? Schauen wir mal. Ja. Das tun wir nur mehr beschriften. Apfel. Apfel. Oxy. 27. 1, 23, ja, gut verschließen, einmal ordentlich durchschütteln. Ich werde es dann jeden Tag gut schütteln, und zwar auch über Kopf, ja, sodass sich der Honig und der Essig mit der Zeit verbinden und die Früchte oder was auch immer da drin ist, man kann ja da alle möglichen Auszüge machen, immer wieder benetzt werden. Und nicht zum Schimmeln anfangen. Das ist ganz wichtig. Ja. Also lieber zweimal am Tag bewegen. Und zwar wirklich so, als wir einen Tag vergessen. Kommt zur Seite. Das zweite funktioniert genauso. Das ist das Birnenoxymehl. Das möchte ich nämlich einmal probieren, wie das im Brot schmeckt. Da werden wir wahrscheinlich mit 250 und 500 gut zurechtkommen. Ja. Honig zu, nächster Honig. Wir sind natürlich selber beim Oxymehl machen nur im Experimentierstadium, und das wird auch so bleiben. Ich möchte zum Beispiel heuer einmal, weil das der Birkenporling, ja, den Pilz werde ich euch noch vorstellen, der ist eines der besten natürlichen Heilmittel, Birkenporling-Tee, für den gesamten Magen-Darm-Bereich. Nicht nur Magen-Darm-Bereich, für den gesamten Verdauungstrakt, beginnend im Mund. Ja? Und da möchte ich probieren, ob man daraus auch ein effektives Oxymehl machen kann. Weil der Birkenporling ist so bitter. Ja, also er wirkt super, aber er ist grausig zum Trinken, wenn man einen Tee macht. Ich mache das immer mit sehr viel Honig, sonst kriege ich das nicht runter. Aber er hilft quasi sofort, wenn man jetzt Blähungen hat, wenn man Probleme mit der Verdauung hat. Ja, einfach in dem ganzen Bereich wirksam. Gut, zumachen. Das passt super gut. Schütteln. Schütteln. So, und wieder anschreiben. Birnen. Birnen. Oxy. 27. 1. 23. Bei den 23, ja. Blödsinn ist. Wir wissen ja nicht, dass wir es natürlich so gemacht haben. Gut. Weil ich es gerade sehe, haben wir auch gemacht. Das ist ein Heidelbeer-Oxymehl. Das ist wieder ganz was anderes. Das hat auch einen ganz anderen Zweck. Das ist ein Erfrischungsgetränk.
Kann man auch für Cocktails nehmen, kann man mit Wasser verdünnen, kann man mit Soda verdünnen, kann man aber genauso gut statt an Hugo oder so irgendwas mit Sekt oder Prosecco mischen. Schmeckt total super, ist süffig. So Leute, ich hoffe, ich kann das so filmen, dass man sieht. Oh ja, sieht man sogar gut. Seht ihr das? Das ist, wann haben wir die gemacht? Am 24. Heute ist der 27. Irgendwie muss ich die Spiegelung da jetzt nur rauskriegen. Da kommen überall schon die Keimlinge raus. Ja? Also so schnell geht das. Da kann auch gar nichts mehr passieren. Also die wachsen jetzt nur mehr und ich will die ca. 2-3 cm lang haben. Black Plum ist das. Dann kann man es schon setzen. Allerdings werde ich das jetzt täglich beobachten, weil ich will ja alle gleichzeitig setzen. Das heißt, es kann mal passieren, dass einige Keimlinge schon mordsmäßig in die Länge gehen und andere eher nur einen Zentimeter sind. Das macht nichts, das ist auch teilweise sortenabhängig, wie schnell das geht. Ja. Aber es seht's, es geht was weiter. Ja? Gut.